Hoi und herzlich willkommen zu etwas, was ich sonst eigentlich nicht mache. Ein Tutorial. Ich bin echt Meister im Tutorial machen, muss ich dazu sagen. Ja, today we are going to... also ich zeige euch heute, wie man Videos auf YouTube hochlädt. Falls ihr auch nicht kapiert, wie man Videos überhaupt macht. Ihr braucht dazu nicht wirklich ein Aufnahmeprogramm. Es gibt auch eine kostenlose Version dafür. Also, wie man es ganz einfach machen kann, wirklich. Also, funktioniert überhaupt mein Mikro gerade? Wenn nicht, dann raste ich ab. Ja. Ihr müsst es eigentlich gerade meinen Bildschirm sehen, so einigermaßen. Okay, gut. Also, dann geht ihr als erstes zu YouTube Studio, wenn ihr das hier nicht auf dem Dings habt. Dann geht einfach zu Firefox und gebt YouTube Creator Studio ein. Dann habt ihr es. Meldet euch damit euren YouTube-Account an. Wenn ihr noch keinen erstellt habt, dann macht das. Sonst könnt ihr keine Videos hochladen, logischerweise. Ja, kann das mal ein bisschen schneller laden, wenn nicht. Ja, hier seht ihr schon alle meine Videos. Nicht alle, aber viele. Dann klickt ihr hier oben auf Erstellen. Auf Videos hochladen. Auf Dateien auswählen. Und dann öffnet sich sowas. Ja, okay, zum Aufnehmen kann ich dann auch nochmal direkt was einfügen, denn das hat damit zu tun. Wenn ihr Windows G drückt. Also Windows, die Windows-Taste und G. Wenn ihr das gleichzeitig drückt, dann öffnet sich so ein Menü. Und da müsst ihr dann eure Aufnahme, also könnt ihr hier starten. Und die müsst ihr dann, wenn ihr die hier gemacht habt, umbenennen. Wenn ihr die allerdings mit OBS gemacht habt, wie ich es gerade mache, findet ihr die unter Videos und dann ist die hier irgendwo. Dann wählt ihr halt diese Datei aus. So. Dann kommen hier halt so Sachen. Gleich. Also hier könnt ihr einen Titel machen. Hier eine Beschreibung, logischerweise. Hier könnt ihr ein Thumbnail hochladen. Dazu müsst ihr eure Telefonnummer bei YouTube bestätigen. Ja. Dann muss man hier halt was auch immer. Wenn man jetzt für YouTube Kids ein Video machen möchte, macht man. Es ist speziell für Kinder, wenn nicht, dann nicht. Dann geht ihr weiter, weiter und weiter. Und auf öffentlich. Also dann klickt ihr hier auf öffentlich. Ich mache das jetzt nicht, weil ich möchte dieses Video jetzt nicht hochladen. Weswegen ich den Upload jetzt erstmal abbreche. Aber ich hoffe, ihr habt einigermaßen verstanden, wie ja, das funktioniert. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bye, have a great time, bye.